Auf die Unternehmerinnen und Unternehmer kommen jährlich neue Herausforderungen und Änderungen zu. Auch die Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche bleibt davon nicht verschont. Kontinuierlich werden sie mit neuen Schwierigkeiten konfrontiert. In den letzten Jahren kamen Veränderungen beim Datenschutz, gesetzliche Entwicklungen im Vertragsrecht oder die Umsetzung der Versicherungsrichtlinie. Damit die Versicherungsmakler und Vertreter immer auf dem aktuellen Stand sind, veranstaltet die Industrie- und Handelskammer Magdeburg gemeinsam mit dem Bezirksverband der Deutschen Versicherungskaufleute e.V. jährlich das Versicherungsvermittlerforum. Am 8. November fand das Forum bereits zum 9. Mal statt. Hierbei sind nur schwerpunktmäßig die Veränderungen durch die Umsetzung der Versicherungsvertriebsrichtlinie, die Änderungen im Datenschutz und die neuen Regelungen zur Umsetzung der 4. und 5. Geldwäscherichtlinie zu nennen. Die IHK Magdeburg unterstützt Sie, meine Damen und Herren, liebe Unternehmerinnen und Unternehmer, bei der Umsetzung dieser gesetzlichen Herausforderungen. Im Rahmen des 9. Versicherungsvermittlerforums werden die wesentlichen Inhalte des Gesetzes zur Umsetzung der europäischen Richtlinie über Versicherungsvertrieb, kurz IDD, vorgestellt und welche Konsequenzen daraus für die Vermittler resultieren. Yvonne Schulze von der IHK Magdeburg hielt dazu einen Vortrag und gab einen Überblick, welche Herausforderungen auf die Versicherungsvermittler zukommen werden. Die neue, in Kraft getretene Datenschutzgrundverordnung ist aktuell das Thema Nummer 1 bei vielen Unternehmen. Sie stellt die Vermittler vor neue Herausforderungen. Rechtsanwalt Jörg Konrad beantwortete dazu die wichtigen Fragen rund um das Thema. Die Grundsätze der Auftragsverarbeitung und die Thematik Betroffenenrechte wurden genauer betrachtet. Aber die größte Herausforderung der Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung wird intern in den Unternehmen sein. Die größte Herausforderung ist aus meiner Sicht, ein Datenschutzmanagementsystem innerhalb des Unternehmens zu etablieren, was sozusagen dann auch nachweist, dass der Versicherungsvermittler sich um den Datenschutz auch gekümmert hat und die Verpflichtungen, die die DSGVO, die Verpflichtungen, die sie bereithält, auch nachweisen kann. Nach den Vorträgen veranstalteten die IHK Magdeburg und der BVK e.V. Regionalverband Ost erstmalig zwei Workshops. Matthias W. Kroll, Fachanwalt für Versicherungsrecht und Arbeitsrecht, gab einen Workshop zum Thema Update Maklervertrag, optimieren Sie Ihren Vertrag und reduzieren Sie so Ihre Haftung. Im zweiten Workshop ging es um die Provisionen und Kontrollrechte der aktuellen Rechtsprechung. Hier hielt Rechtsanwalt Thorsten Klatt einen Vortrag. Die Teilnehmer konnten sich beim 9. Versicherungsvermittlerforum untereinander austauschen und neue Herausforderungen und Änderungen verinnerlichen. Thank you.